hinter mir geht es jetzt wie eine Art Treppe runter und dann kommt eine Stahltür. Sieht so aus, aber ich sehe, rechts geht was rein. Was uns jetzt hier unten direkt erwartet. Zehn Plätze HJ. Ich weiß nicht, ob die damit jetzt hier Hitlerjugend meinen. Zehn Plätze. Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sind wir natürlich wieder unterwegs und wie ihr sehen könnt, wir stehen hier vor einem höchstwahrscheinlich alten Luftschutzbunker. Wir sind uns da noch nicht ganz so sicher, ob es jetzt ein Stollen ist oder ein Bunker oder was auch immer. Ja, es ist relativ nah an der Straße, aber halt total zugewachsen. Und ja, wir wollen es einfach mal erkunden, weil das sieht echt sehr interessant aus, das Gelände. Also, bleibt dran. Also man hat hier ja auch irgendwie noch der alte Betonfundamente. Vielleicht stand hier auch mal mehr. Da ist noch irgendwie ein bisschen Mauer und dann hat man hier diesen Hügel mehr oder weniger. Im ersten Moment sieht es auch ein bisschen aus wie ein ehemaliger Munitionsbunker. Aber hier drinnen mit dem Gemauerten, das ist halt wirklich ungewöhnlich. Und hier gibt es auch schon eine kleine Luke. Die war auch mal zum Teil zugemauert. Guck mal, ein bisschen Licht rein. Dann kann er reingucken. Da hinten geht es definitiv weiter. Und hier an der Seite sieht man nicht ganz, da ist eine Tür. Gucken wir uns jetzt einfach gleich mal an. Jetzt erstmal hier oben her. Und das ist jetzt hier das im Prinzip, was wir schon gespottet haben. Hier ist jetzt ein Durchgang. Und den müssen wir einfach mal reingehen. Ich bin jetzt praktisch drin. Es geht jetzt einmal hier geradeaus, ein ganz schmaler Tunnel im Prinzip, geradeaus. Und hinter mir geht es jetzt wie eine Art Treppe runter und dann kommt eine Stahltür. Und ja, die gucke ich mir jetzt mal eben an. Hier haben wir jetzt eine Stahltür, so wie es aussieht. Hier geht es irgendwie so, ja, hier war wahrscheinlich mal eine Treppe, hier ist noch ein Haufen Schutt. Hier haben wir gerade eben reingeguckt. Und hier ist dann, aha, das wäre jetzt praktisch, wäre man jetzt hier von dem Haupteingang reingekommen. Und das war dann wahrscheinlich die Drucktür. Drucktür in dem Sinne ist es ja nicht, es ist einfach nur eine verstärkte Tür, eine Stahltür, wo man jetzt den Bunker verschlossen hat. Alles ist hier Ziegel, hier ist nichts betoniert, also im Ernstfall, beim Volltreffer hätte das den Leuten hier wahrscheinlich nicht viel gebracht. Jetzt sind wir auf der gegenüberliegenden Seite, was ich gerade gesagt habe, vom Reingehen. Hier hinten geht es noch weiter. Das sieht jetzt gerade irgendwie nicht so aus, aber ich sehe, rechts geht was rein. Und ja, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie über den Schutt krabbeln, bleibt mir nichts anderes übrig. Tiefste Gangart und dann hoffentlich geht es dann auch hinten rechts rein. Ich versuche es einfach. Jetzt hier ein bisschen durchzuschleusen. Das ist jetzt nicht so einfach. Wir sind echt jetzt hier auf allen Vieren. Ich versuche hier die Kamera so gerade wie möglich zu halten.
so wie es aussieht, haben sie den Bunker auf jeden Fall mal noch für was anderes nachgenutzt. Hier ist noch relativ neue Elektronik verlegt worden. So. Oder die haben hier einfach noch was reingeschmissen. Also ihr könnt es da sehen an der Seite, rechts geht es rein. Ach, guck mal, hier liegt noch so ein ganz alter, was ist das, ein Koffer? Aber aus Metall. Noch ein ganz altes Ding aus Metall. Ja, der könnte hier noch richtig original sein. Vielleicht war das mal so eine Art Sanikasten, der hier lag. Da sind wir gerade gekommen und hier, ja, ist einfach noch. Hier ist ein zweiter Zugang. Da könnt ihr die Treppen erkennen hier unten. Also wären wir auch praktisch von hier reingekommen. Und da war hier unten nämlich auch eine Tür. Somit hätten die Personen praktisch von beiden Seiten reingekonnt. Da ist auch noch der zweite Teil von dem, was ist das hier, von diesem Sandkasten. Also. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier raus. Oh, da hinten. Schupp, da müssen wir raus. Also das war wahrscheinlich dann einfach nur, ja, ich nehme mal an, einfach ja, praktisch jetzt so ein, ja, es ist einfach nur so ein Flur, praktisch so ein Gang, wo die Leute hier wahrscheinlich unten auf Bänken saßen. Das kann man jetzt alles nicht mehr so nachvollziehen. Und haben dann einfach gewartet, bis alles vorüber ist. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Wir gucken jetzt außen die Anlage jetzt nochmal ab, ob wir noch mehr finden. Oder ob es das schon gewesen ist, was ich aber eigentlich gar nicht glaube. Das ist jetzt praktisch der zweite Eingang gewesen, wo wir jetzt gerade da unten standen, also da unten reingekrochen sind. Ja. Da schlummeln wir nicht. So. Da unten waren wir gerade. Hier wäre man also praktisch auch noch reingekommen. Und hier steigt das Geländer auch irgendwie an, ob hier noch was ist. Können wir ja mal eben abscannen, aber echt interessant. Ja, einer der tausenden Luftschutzanlagen, die man damals so gebaut hatte. Ja, grüßt euch Leute. Es ist wieder soweit, ein neuer Tag. Und es geht weiter mit unserer Suche auf oder nach Luftschutzbunkern bzw. Zivilschutzbunkern, Werkschutzbunker, wie auch immer man es nennen möge. Es gibt ja mehrere Arten und in Deutschland sind auch eine Menge verteilt. Mehrere tausend Stück hat man damals während des Bombenkriegs errichtet. Und heute wollen wir uns nochmal zwei Objekte anschauen, wo wir auch zum Teil schon mal gewesen sind, aber aufgrund widrigster Umstände das nicht komplett erforschen konnten. Und das wollen wir heute mal ein bisschen nachholen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Video. Viel Spaß. Ja, da ist das gute Stück. Der ein oder andere wird es vielleicht noch kennen von unserem Kanal. Da sind wir nämlich damals nicht reingekommen, weil Wasser. Und auch wenn es jetzt gerade aktuell extrem heiß ist und die Flüsse überall Niedrigwasser haben, haben wir hier trotzdem immer noch entsprechende Höhe an Wasser, was hier in dem Bunker ist, weil es einfach nicht abfließen kann.
Und ja, ihr seht, der Wasserstand, der ist ja auch kaum gesunken. Ja, aber wir sind entsprechend ausgerüstet und haben die Warthose diesmal mit dabei und versuchen einfach hier mal reinzugehen, um das Ganze zu erforschen. Jo, also wie ihr sehen könnt, ich ziehe mir jetzt hier die Warthose einmal an, die sich ja schon mehr als bewährt hat für viele Locations. Und auch hier wird die sich bewähren, damit wir uns wenigstens das Innere mal anschauen können. Auf jeden Fall sollte man trotzdem seine Sachen, die nass werden können, einmal rausnehmen. Jetzt habe ich nichts. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja. Taschenlampe kann ich jetzt hier oben fixieren. In die Tasche. Du bist verdreht. Verdreht. Jetzt werde ich versuchen, eventuell bäuchlings rein. Aber zuerst müssen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Es sieht irgendwie hier zumindest doch nicht so tief aus. Aber ihr könnt sehen, hier ist so viel Scheiß drin. Deshalb werde ich jetzt bräuchlings versuchen, oder mich zumindest zu drehen hier drin. Einzige Problematik wird sein, oder ich gehe vielleicht doch so ohne. Boah, jetzt habe ich die Taschenlampe ausgemacht. Okay, sieht gut aus. Und hier zumindest, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade noch so über die Gummistiefel. Also Gummistiefel alleine hätten es hier nicht gebracht. Aber Gott sei Dank ist es hier erstmal nicht so hoch, wie ich dachte letztlich. Ja, schauen wir mal. Also wir haben hier einen Haufen Steine und große Balken. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt auf der Kamera gut erkennen. Ich mache es mal ein bisschen höher. So, ich muss tierisch aufpassen, ob jetzt hier irgendwelche Metallteile drin sind. Hier seht ihr praktisch einen zweiten Zugang. Hier mit diesem Holzflock, mit diesem Holzpfosten, der hier irgendwie was abstützen soll. Hier ist eine zweite Tür. Also man hat hier praktisch wie eine Schleuse. Und ja, also das ist wirklich sehr extrem. Also sowas am besten gar nicht nachmachen, weil ich sehe halt gar nicht, wo ich hintrete. Also ich gehe nicht davon aus, dass es hier irgendwo ein Loch gibt, weil sonst wäre das Wasser abgeflossen. Aber es gibt andere Locations, da ist sowas mal ganz schnell der Fall. Also hier ist man reingekommen, dann gab es hier eine Information, dass man ja, hier hat sich nur der Ordner aufzuhalten, also auch, dass man den Ordner Folge leistet. Sowas steht halt immer in diesen Luftschutzbunkern. Dann den Rauminhalt, hier haben wir 85 Kubikmeter. Hier steht halt auch nochmal Gasschleuse, also hier, wo wir uns jetzt hier drin befinden, ist die Gasschleuse gewesen, um bei einem Treffer auch einen gewissen Druck und sowas abzumindern. Und ja, auch falls es mal irgendwelche Gase gab, hätte man da sich besser verbarrikadieren können. Hier hinten sehen wir scheinbar einen Filter, eine Filteranlage, ein Filtersystem. Oh, hier gibt es auch noch irgendwie, also jetzt muss ich echt sehr konzentriert sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, aber hier liegt echt ein Haufen Scheiß. Größtenteils Stein und Holz, aber... Was ist das System? Not. Abort, ne? Not, kannst du dich ganz entspannen. Not, A,
Bord. Notabord. Notabord. Abort. Abort. Glaube ich. Ja, zumindest ist das halt hier die Toilette. So. Und ich hoffe mal, dass das, was hier an dem Ohr verrichtet oder geschöpft ist. Ja, okay. Ich bin auf irgendwas komisch. Das ist wie so eine Art. Boah, jetzt haben wir es nicht. Jetzt ging es hier einfach nur so rum. Das ist immer schön. So, hier haben wir Rauminhalt 70 Kubik. Schutzraum für 50 Personen. Oh, das muss man sich mal vorstellen. 50 Personen können hier rein. Das ist wirklich krass. 50 Personen mussten sich hier in diesem Raum aufhalten. Boah, das ist aber echt übel. So, jetzt wird es auch schon kriminell. Jetzt bin ich auch schon bis Schritthöhe im Wasser. So, aber hier unten scheint es jetzt kein Geröll zu geben. Also hier unten laufe ich jetzt ziemlich gerade. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem gehe ich langsam. Hier hat man halt nochmal jeweils Anweisungen, Rauchen verboten, logisch. Und Ruhe bewahren. Tja, wie man es nimmt, ne, bei so einem Bombenangriff. Kann sich ja jeder selber mal fragen, inwieweit er Ruhe bewahren kann in so einer Situation. Das ist schon wirklich extrem wahrscheinlich. Aber ich vermute mal, dass es hier auch kein Treffer oder irgendwas gab, sonst wird es die Anlage in der Form nicht mehr geben. Hier sehen wir jetzt nochmal einen langen Durchgang bis dahin. Hier haben wir nochmal eine Toilette. Und ja, hier steht auch irgendwas. Könnte schon altdeutsche Schrift sein, ja, tatsächlich. Wenn ihr das erkennen könnt, ich halte mal die Taschenlampe ein bisschen anders, dass das nicht so extrem blendet. Hier hat jemand in altdeutscher Schrift was reingeschrieben. Also das hat nicht einer jetzt irgendwie in aktueller Zeit gemacht, sondern das ist altdeutsche Schrift hier. Also irgendeiner, der hier mal hier drin gesessen hat. Also hier sieht man nur einen Namen, Johann, irgendwas. Hengststraße, Post, kann ich nicht lesen. Krass. Aber das ist ja mal wirklich ein Zeitzeugnis. Ich werde davon gleich dann nochmal ein Foto machen, weil das scheint mir auch fast nur mit Bleistift geschrieben. Aber das hat hier die Zeit überdauert, weil es scheinbar von der Temperatur her so passte und hier keine Feuchtigkeit rankam. Krass. Oh, hier ist sogar ein Geocache. Ja, hier hängt ein Geocache an der Seite. Da ist ein Schloss dran. Unter diese obligatorische Kapsel hier, damit ja keine Feuchtigkeit drankommt. Ja. Krass. Und da hat man hier das Schloss. Da kann man jetzt irgendwas... Aber das ist hier Mutprobe, weil hier ist eine dicke Spinne daneben. So. Hier, wie gesagt, haben wir jetzt das Filtersystem. Man sieht jetzt hier unten noch die Handkurbel, wo man halt manuell das Ganze halt diesen Luftaustausch in Bewegung bringen konnte. Und hier ist sogar ein kleiner Mulch drin. Hier sehe ich, ist eine kleine Larve von einem Mulch. Ja, die ziehen sich dann hier auch zurück. Ja, und das ganze Ding ist verrostet, war hier irgendwie verankert. Scheinbar wurde das mal irgendwie nachgenutzt, weil hier ist ein alter Rechner. Keine Ahnung. Und hier ist noch eine Klappe, die ist auch neuer. Vielleicht hat man das vorübergehend mal für irgendwas benutzt. So, jetzt gehen wir praktisch hier in den nächsten Bereich. Oh, und das scheint noch mal genauso groß zu sein. Unter mir ist, glaube ich, jetzt noch mal wie eine Treppe. Hier hat man 10 Plätze HJ. 10 Plätze HJ? Ich weiß nicht, ob die damit jetzt hier Hitlerjugend meinen. 10 Plätze HJ. Das ist ungewöhnlich. Habe ich so in der Konstellation auch noch nicht gesehen.
Vielleicht weiß es einer von euch, also HJ würde ich jetzt mit Hitlerjugend, also das Kürzel für Hitlerjugend, ob die jetzt hier feste Plätze gehabt haben, dass die auch dafür sorgen sollten, dass die Menschen unterkommen. Das ist hier richtig krass, hier sieht man ja noch richtig viel. Ja, halt in dem Fall, weil das halt komplett abgesoffen ist, das Ding, wird sich hier kaum einer reingetraut haben. Und man hat hier auch keine Schmierereien oder irgendwas. Weil hier hat man jetzt nochmal die Filteranlage an der Mauer befestigt. Die andere ist schon abgekippt, aber sieht man mal, wie verrostet das nämlich ist. Hier kann man auch sehen, Trägerwerk Lübeck. Hier ganz alt, Trittleiter komplett weggerostet. Das wird auch wieder neuer sein. Ja, und dann hat man hier jetzt solche Hinweise nochmal Bein amputiert. Also man hat hier wirklich ein festes Sitzsystem gehabt, wie wer wo zu sitzen hat. Also da scheinbar Hitlerjugend, wenn es denn so sein sollte, Bein amputierte. Hier nochmal Hinweis Ruhe bewahren. Hier auch nochmal Rauminhalt, der ist jetzt größer als der Raum da hinten, 93 Kubik. Und auch für 50 Personen. Hier ist noch ein alter Kanister. Vielleicht kann ich ja gleich trotzdem mal die Unterwasserkamera hier reinhalten, aber ich bezweifle, dass wir hier irgendwas erkennen können. Da nochmal zwei Toiletten. Die Tür sieht auch krass aus. Da unten schon komplett ja, zerfressen. Und auch hier wieder Ruhe bewahren und da. Feind hört mit. Also sind also diese Slogans, die man halt immer so in diesen Schutzbunkern hatte. Aber hier sind die halt auch wirklich gut erhalten und nicht übersprüht oder sonstiges. Hier auch nochmal Trinkwasser. Also gab es, oh, hier unten ist schon wieder irgendwas. Muss wieder vorsichtig sein. Also hier Trinkwasser. Dann gab es hier scheinbar einen Anschluss, wo man sich hier Trinkwasser nehmen konnte. Oder man hatte hier einen separaten, tja, wie ich es jetzt in diesen großen Wehranlagen kenne, solche, ja, Basen, sage ich jetzt mal, einen extra Bereich gemacht, wo Trinkwasser so drin war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das müsste man sich vielleicht nochmal irgendwie auf Originalfotos anschauen. Die Lampe wird aber wahrscheinlich neuer gewesen sein. Die Tür ist aber alt, richtig zerfressen hier. Ja, das sind diese zwei Toiletten auch nochmal. Dann auch hier Schutzraum, nur auf Anordnung des Ordners verlassen. Also es gab immer ein, zwei Personen wahrscheinlich, eine auf der Seite, eine hier. Die saßen wahrscheinlich dann direkt hier und haben im Prinzip das Ganze gemanagt, wie das hier abläuft. So, und hier kommen wir nochmal in den Schleusenbereich. Und das war der Bereich, wo wir vorhin gerade noch standen. Aber hier werde ich jetzt nicht weiter vorgehen, weil hier ist ein Haufen Schrott drin. Nicht, dass ich mir jetzt die Watthose aufreiße. Hier seht ihr auch noch ein paar Molche, also die Larven davon. Ja, und hier wird es rausgehen. Hier ist diese Tür komplett. Aber das ist schon ein Riesending. Jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, das sind für 100 Personen. Für 100 Personen ist diese Anlage gedacht gewesen. Ne? Also es werden an der Seite halt Bänke gestanden haben, vielleicht noch hier in der Mitte. Und dass man hier Gänge hat zum Durchgehen, das kann schon hinhauen. Aber auch hier sowas, ne? Das ist, scheint hört mit, das ist schon, ja, kann man sich gar nicht mal so vorstellen, ne? Dass das für die Menschen so relevant war. Hier ist noch irgendwie, hier ist ein Diskettenlaufwerk. Wieso ist denn Diskettenlaufwerk ist hier rangemacht? Ja, da verstehe ich jetzt den Grund gar nicht dafür, was das zu bedeuten hat. So, aber jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken hier vor diesem Baum. Ich dachte gerade, das ist hier irgendwas, was hier im Wasser schwimmt, hier. So, hier ist
Tja, könnte sowas ein Notausstieg sein, weil hier ist ja auch eine Treppe. Dass sie hier nochmal was gemacht haben, durchaus möglich, ne? Zwei normale Zugänge, gut, oben gab es auch Lugen. 10 Plätze, ja, also das interessiert mich hier auch wirklich nochmal, die Geschichte. Wenn das jemand weiß, gerne nochmal in die Kommentare, weil habe ich so noch nicht gesehen. So, hier dieser Rechner auch nochmal, keine Ahnung, warum der ist. Hier sieht man auch nochmal, ein Zähler ist das, ein Stromzähler aus neuerer Zeit. Also der wird nach dem Krieg nochmal eine Zeit lang für irgendwas genutzt worden sein. Tja, krasse Sache. Gut. Nicht so einfach, weil man sich so blöde in diese Hose bewegen kann. Scheiße. Kommt man sich vor wie so ein alter Mensch, der sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. So, jetzt bin ich auch noch oben. Das war das Innere. Oh, jetzt bin ich draußen. Geschafft. Und es war, wie zu erwarten, richtig cool da drin. Richtig ordentlich nochmal was gesehen mit diesen alten Schriften. Richtig krass. Und ja, das war jetzt der erste Teil von unserer Bunkersuche bzw. Erforschung. Jetzt haben wir noch eine zweite Location auf dem Plan und die schauen wir uns jetzt direkt an. Ja Leute, jetzt sind wir an der nächsten Location und wie ihr sehen könnt, das ist hier so röhrenmäßig, das Ganze. Und es ist nicht ganz klar, was es ist, auch von den örtlichen Behörden und so weiter, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Es soll wohl halt wie so eine Art Deckungsgraben sein. Wo auch damals für Werkschutz, weil hier in der Umgebung auch einige Industrie angesiedelt ist und damals auch schon, dass das halt auch irgendwas Werkschutzmäßiges gewesen ist, wo die Leute damals halt oder die Menschen ganz schnell halt Deckung suchen konnten. Wie wir sehen können, das ist schon eigentlich ein gewaltiger Tunnel. Und wir versuchen den einfach jetzt mal bis zum Schluss zu gehen. Mal gucken, was man so unterwegs noch sieht. So, es werde Licht. Also, Deckenhöhe würde ich jetzt mal so auf 3,5 Meter locker. Hier sind auch noch irgendwo solche Fundamentreste. Das kann natürlich sein, wenn die das hier so gemauert haben, dass man hat ja diese Bunker zum Teil auch so verwinkelt im Inneren gemacht, falls halt irgendwelche Granaten hier reingeschafft haben, dass die an solchen Wänden halt abgeprallt sind. Weiß nicht genau, wie man dieses Prinzip nennt. Das hat man sehr oft gemacht. Das kann sein, dass hier damit sich das hier nicht sammelt, dieser Druck und Schrapnelle und Ähnlichen, dass die halt immer wieder solche Zwischenwände dann erreichen würden, wo ja das halt abprallt und die Menschen hier einfach noch eine bessere Chance hatten zu überleben. Weil hier oben sieht man definitiv, ist das richtig betoniert, das Ganze. Das ist hier. Und erst hier geht es über in so einen Ziegel. So, jetzt gucken wir mal, was da noch so rumliegt. Auch hier nochmal so eine extra Wand, eine extra Decke.
Oben gab es auch für die Beleuchtung schon. Hier sieht man nämlich noch eine ältere Konstruktion, wo die Isolatoren noch dran sind. Ja, und hier ist aber halt jetzt alles geziegelt, ne? Ja, ist schon merkwürdig. Hier hat man mal wieder versucht, irgendwas rauszuholen. Aber wie man sieht, ist da hinten ja nur das Gestein. Ja, und hier sind sogar die Wände noch. Siehst du das? Da sind die Wände noch. Auch praktisch auf der anderen Seite. Also es kann nur so eine Funktion halt wirklich gehabt haben. So, wieder einiges an Müll. Teilweise war hier mal wohl Wasser, weil hier sieht man ja noch, haben sie sich die Bretter so hingestellt. Und hier auch mal irgendwie gelagert. Und noch ein altes Handtuch. Mindestens haben sie hier schon mal ein paar Mülltüten hingehangen. Aber trotzdem hat es der Müll nicht ganz geschafft hier raus. Ja, und hier ist auch irgendwie, keine Ahnung, hier haben sie mal irgendwie geböllert. Party gefeiert. Ja, schade, ne? Dass dann solche Sachen leider wieder verkommen. So, und dann geht das hier hinten raus. Keine Ahnung, wo wir da jetzt hinkämen. Ach, ich hänge. Oh. Kommen wir praktisch jetzt hier zum Feld. Und hier ist eine Überführung. Tja, das war's im Prinzip. Trotzdem nicht schlecht, weil es auch wieder eine ungewöhnliche Anlage ist. Und man halt auch immer wieder sieht, dass es halt verschiedene Bauten auch irgendwo gab, um kurzfristig halt werkschutzmäßig den Leuten halt eine Möglichkeit zu bieten, dass die halt irgendwo unterkommen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und würde sagen, ich beende das Video hier an dieser Stelle und hoffe, ihr hattet ein paar Eindrücke gewinnen können und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Haut rein! Thank you.